Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Frühlingstickets bekommen! Woo! Let's Play Monster Hunter World, meine Damen und Herren. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt schlauer. Ich weiß jetzt, dass die Mitochondrien der Zelle Energie geben. Ha! Meister. Und natürlich weiß ich, dass wir bei unserer monumentalen Gewehrlanze oder allgemein bei Gewehrlanzen, ich glaube, ich bleibe bei meiner momentanen, weil ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, weil wir haben gerade Streu, das heißt, es war ungünstig für diese Combo. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt, dass ich wild und doof im Kreis rumlaufe, wo ich hin zum Schmied, genau, Schmied ist eine gute Idee, Schmied ist immer super, dass ich, um mit der Dauerauer-Combo mehr Schaden zu machen als mit dem einfachen normalen Zuschlagen, muss ich tatsächlich diese Dauerauer-Kombo mehr als dreimal durchführen. Wie soll ich das hinkriegen? Ich schaff nicht mal einmal! Wenn das Monster liegt, keine Frage, Angriff mit der Dauerauer-Kombo, denn man macht Schaden, macht's bumm, macht's tot. Das ist wunderschön, das weiß ich jetzt, das ist toll. Alles andere ist so, wenn das Monster so freundlich wäre, stehen zu bleiben. Auch um das komplett neues Set. Honigjäger, schnelles Wegstecken, Lähmungswiderstand, Spähkäferreichweite, Erhöhungsgeschwindigkeit. Yes, okay, ich bleib bei meinem Ratterlöschen. Oh, wir haben schon zwei Monsterknochen. Es fehlen nur noch drei. Egal, das bedeutet, meine Taktik wird es jetzt sein, einfach den Standardangriff zu machen, ab und zu das Wirbelfeuer rauszubürsten, nicht zwangsweise dauerhaft normal nachzuladen, sondern nur, wenn ich wirklich Zeit habe, wenn ich sonst keinen Schaden machen könnte, halt dieses langsame Nachladen zu machen. Wo ist Anjanaf? Hier ist Anjanaf. Was fehlt mir eigentlich noch? Ach, die Platte fehlt mir. Deswegen haben wir Anjanaf immer noch nebenbei gemacht. Ach, shit. Und warum habe ich eigentlich die Sachen, die ich habe, noch nicht ausgerüstet? Das ist so meine persönliche Frage, weil ich beschwere mich, weil ich krieg Feuerschaden. Und der macht Aua und mich tot. Guck mal, Anjanaf hat Feuerresistenz. Anjanaf hat noch nicht, aber bald mehr Verteidigung. Tatsächlich hat Anjanaf weniger, ne? Als mein ausgerüstetes Pugi Pugi Set. Ich glaube schon. Genau, ich hatte 22. Ha. Egal, nichtsdestotrotz, wir können schon mal anfangen mit den Sachen, die wir haben, Rathalos zu bauen, denn wir haben ja Geld ohne Ende. Schmieden wir mal los, denn mir ist aufgefallen, ich habe jetzt die ganzen letzten Parts mehr oder minder erfolgreich gefarmt und habe danach immer vergessen, mir irgendwelche Rüstungsteile daraus zu machen, was vielleicht eher ungünstig war. So, das können wir schon mal direkt ausrüsten, weil hat halt bessere Werte. Wir könnten auch Gusssets machen mit Drachenit und so, aber ja, lass mal da, brauchen wir auch Monsterknochen plus. Heißt eigentlich, sobald wir High Ranks sind, sollten wir problemlos Monsterknochen Plus kriegen können. Heißt, was mein Plan momentan ist, weil da brauche ich auch keine Platte, ich mache mir einfach das Rathalos, was ich machen kann, so her damit, so schnell wie es geht. Also, her damit, so schnell wie es geht, dankeschön. Und das, was ich nicht kann, halt Anjanaf. Und sobald ich dann halt auf High Rank bin und die ersten zwei, drei Monster mache und halt Monsterknochen Plus hinterhergeschmissen bekomme, machen wir es halt da. Andernfalls müsste ich halt jetzt, oder was ich wahrscheinlich immer noch diese Part lang tun muss, weil ich habe ja kein neues Tutorial angeschaut und muss halt jetzt mal gucken, was wir noch so bauen können. Vor allem brauche ich scheinbar Panzer, wie es aussieht. Ein Paul-Panzer wäre schön. Was ich dann später machen muss, ist es dann halt, okay gut, wir werden dann drei Monsterknochen plus fehlen. Gehe ich halt irgendwann zum High-Rank und mache das. Guck mal, wir sind jetzt schon beim Paulumu-Set. Danach kommt halt direkt grün und das wäre wahrscheinlich Legiana. Vielleicht kommt zwischendrin noch irgendein Monster, was nicht ganz so. Ich lass dich tot! Mach dich tot! Du bleibst nicht im Land der Lebenden! Das hätte ich mir besser überlegen können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Noch ein anderes vorbeifliegt, was mir nicht eiskalt die Schulter gibt und mich kalt stellt. Das war gut. Dann mache ich das halt auch nochmal schnell. Und selbst wenn, habe ich hier Eisschwäche? Nein, habe ich nicht! Na dann, her damit. Dann läuft das, dann machen wir dann erstmal so standardmäßig weiter. Heißt, wir bauen uns, da ich da unten nichts mehr machen kann, jetzt erstmal Anjanaf. Habe ich nämlich schon zwei Dinger, baue ich jetzt auch das dritte mit. Dankeschön. Jetzt habe ich mehr oder minder ein Mischset und habe bei dem Mischset nicht aufgepasst, welche Fähigkeiten ich habe. Das ist vielleicht ein kleines bisschen ungünstig, aber wir rüsten das einfach schon mal aus. Ich hätte hier jetzt Artillerie. Klingt grundsätzlich cool. Feuerwiderstand, das ist schön für Rathalos. Und Spezialmunitionsboost. Was zählt noch Spezialmunition? Kann ich nachher mal gucken, wenn ich es anhabe. Und was haben wir noch? Schwächevorteil. Hä?
Okay. Und Angriffsboost. Dankeschön. Was mir dann fehlen wird, so oder so, ist der Feuerangriff. Aber brauche ich eh nicht. Sprungmeister klingt schon wieder ganz cool. Ah, die Beine lassen mich fliegen. Wie schön. Nichtsdestotrotz, heute werden wir auf jeden Fall nochmal den Rathalos machen. Tut mir leid für alle, die langsam keinen Bock mehr auf den haben. Aber was soll ich sonst tun? Ich habe jetzt einmal damit angefangen und ich ziehe das auch durch. Ich bin nicht wie so ein Politiker, der sich denkt, ist irgendwie scheiße. Warum leuchtet das? Ich habe keinen Bock mehr oder so. Nee, ich ziehe das durch. Das wird bis zum Ende fertig gemacht. Und ich sollte mir trotzdem ein eigenes Rezept zusammenstellen mit ganz, ganz, ganz viel Verteidigung plus. Heißt, ich brauche Fische. Kasadine, du leuchtest sogar noch. Dann leuchtest du ebenfalls. Und du siehst auch, nee, hier gibt's nichts Leuchtendes mehr. Aber Verteidigung hoch, mittel kriege ich trotzdem noch. Und Feline Erheber oder Akrobat oder Akrobat oder die Fähigkeit des Tages. Alles klar. Nee, gut, dann nehmen wir mal Akrobat mit dazu. Dann kann ich mich mal überraschen lassen, was es macht. Bestätigen. Auf geht's. Einmal in der Woche sollte man ja Fisch essen, heißt es immer. Ich esse jetzt gleich 4 Fische auf einmal. Das reicht für die nächsten 4 Wochen. So funktioniert's. Der Biorhythmus, bin ich mir sicher. Nickt mir sogar mein Jäger zu. Es sieht in der Rüstung irgendwie noch bescheuert aus als ohne. Vor allem mit dem riesen Gewehrlanzen-Ding auf meinem Rücken. Ne, gut. Irgendwas anderes wollte ich auch noch mit anders machen. Mit Lernen machen kann man nicht arbeiten. 5er Pro sehe ich genauso. Irgendwas wollte ich noch tun. Items ausrüsten, ja. Und genau, meine Überlegung war jetzt. Beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, Rathalos zu töten und Anyanaf zu töten. Zu meinem großen Bedauern haben wir dabei keinen einzigen Monsterknochen Plus bekommen. Heißt, ich vermute, dass man sie vielleicht gar nicht so bekommen kann. Dass ich tatsächlich, verdammt, ist nur ein großes Fass. Ah, schade. Dass ich tatsächlich in den Expeditionen den Typen töten muss, um weiterzukommen. Problem ist dabei natürlich, dass ich dabei die Anyanaf-Platte in keinster Weise bekommen kann. Was tatsächlich zu Problemen führen könnte, sollte ich es nicht schaffen, wirklich alles ausreichend zu farmen. Also, Anyanaf-Platte würde mir für das Rüstungsoberteil noch fehlen. Aber selbst wenn, warum will ich eine volle Anyanaf-Rüstung? Habe ich dann als Boost heroisch. Gut, ich kämpfe gerne mit 0 Leben, ja, aber es liegt nicht daran, dass ich gerne mit 0 Leben kämpfe, sondern weil die Monster mich töten. Ich habe vor allem Feuer 21, den Rest minus 7, minus 7, minus 1 und minus 6. Yay! Aber zumindest Feuer kann mir nichts mehr. Ich bin so genau das Gegenteil von Monster Hunter, von meinem Monster Hunter 4 Ultimate Charakter. Na gut, nichtsdestotrotz, wir konnten uns 2 Sachen noch bauen ohne Monsterknochen Plus. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht kriegen wir sie ja. Ist jetzt so meine letzte Hoffnung. Heißt, wir müssen natürlich uns nochmal grandios vorbereiten. Gegengift haben wir noch 10 Stück dabei. Das gefällt mir. Donnerkäfer, warum auch immer ich davon nicht 10 habe. Genau. Wir müssen natürlich auch noch Fallen mitnehmen. Ich konnte irgendwie sortieren, ne? Es war R3, L3? Doch, R3. Sortiere, verdammt nochmal! Dankeschön. Ich habe keine kombinierte Falle mehr. Oder sehe ich sie gerade bloß einfach nicht? Ich glaube, ich bin zu doof, sie zu sehen. So viel können wir schon mal festhalten. Das ist sowieso der Fakt und der Fall. Na gut, die Pulver können wir auch mal mitnehmen. Ich glaube, die haben auch ziemlich gut getan. Denn das Problem ist jetzt, weswegen ich ein bisschen zögere, die Erkundungstouren zu machen, dass ich zeitlich da halt echt hart rangenommen werde. Ich werde sowieso hart rangenommen, weil halt der komische Rathalos mein Feind ist, aber da halt noch härter, weil ich halt Zeitprobleme habe. Ich brauche ungefähr 22 Minuten und nach ungefähr 20 Minuten haut er ab. Naja, da braucht man kein großer Rechner zu sein, um zu merken, das wird nicht ganz hundertprozentig wunderbar klappen. Habe ich noch, sehr gut, machen wir dann noch die Fallgrube, dankeschön. Deswegen sollte ich auch Bomben und so weiter mitnehmen, wobei ganz ehrlich, warum Fallen? Oh, ich weiß warum Fallen, in Kombination mit Blitzbomben sind die sogar ganz gut anwendbar. Das heißt, 10 Blitzkäfer machen auch grundsätzlich Sinn, du bleibst erstmal hier, Schnitt. Schön, dass du dich mir angeboten hast, aber heute mal nicht. Genau, Tränke muss ich noch kaufen. Oder kombinieren. Kann ich ein bisschen Geld sparen. Habe ich da genügend?
ich würde es jetzt nicht als genügend bezeichnen, aber es reicht aus für beides. Das ist das Wichtigste. So. Dann bin ich fast zufrieden, auch wenn Bomben noch schön wären. Kann ich die noch herstellen? Das kann man ja hier zum Glück recht schnell nachgucken. Was sind eigentlich die ganzen Fragezeichen? Ich habe keine Beschleunigung, deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Ach, no. Aber mein innerster Trieb der Neugier treibt mich voran. Sollte ich den fangen? Dann wird es auch Boosts geben und ich brauche nicht 20 Minuten. Dann muss ich nur warten, bis er schläft. Das ist eine gute Idee. Wenn ich merke, falls ich es sehe und nicht wieder übersehe, dass da rechts steht, ey, yo, guck mal, Broski, das Vieh haut gleich ab, dann kann ich mir denken, yo, ne, du schläfst jetzt hier. Ich kann nur zwei davon mitnehmen, ne, das war eine Erneuerung. Das klingt gar nicht mal so doof, weil ich bekomme ja trotzdem die Items. Und bisher habe ich noch kein Monsterknochen bloß ausgehäutet, wenn ich mich richtig dran erinnere. Das heißt, ich kann durchaus mal auf die Hoffnungstour gehen, dass ich den so bekomme. Okay. Genug über meine Pläne geredet. Wir gucken noch einmal kurz ins Biologiebuch, würde ich sagen. Nur um uns sicher zu gehen. Yep. Ich weiß, was Biologie ist. Das war das, wo man die Orte auf der Karte finden musste. Und danach können wir eigentlich auch losreiten. Nachdem ihr ein Eis bekommen hat. Also, ja, labere mich mal voll. Was gibt es? Keinen Durchbruch. Schade. Habe ich schon genügend? Rattalos? Belohnung niedrig. Oh, das heißt, es gibt ja auch Hyrek. Gut, war zu erwarten. Genau, ich kann nicht durch Zerlegung bekommen. Heißt aber in der Belohnung, heißt sogar sehr wahrscheinlich in der Belohnung, bedeutet zum dritten Mal, wir fangen den. Und wenn wir einmal dabei sind, Anjanaf, mein Freundchen, Platte bei Schwanz zerlegen und Kopf brechen. Ja, okay, Standard. Habe ich mir jetzt so instinktiv auch gedacht. So, aber wie gesagt, warte. Rattalos hatte Donnerschwäche. Der hatte nicht ganz so viel Wasser, dafür mehr Donner. Weil ich habe mir die Rüstung ja eigentlich für einen Anjanaf gemacht, weil ich mir gedacht habe, Anjanaf ist ja nicht so stark wie Rattalos. Lass mal Hardcore farmen und nicht nur easy peasy, wie es jeder könnte. Ich schaue vorher nochmal nach, nicht, dass ich wieder Bullshit labere. Du hattest, ja, Donner- oder Drachenschwäche. Wasser ist so, jo, mach mal, wenn du willst, aber viel bringt's nicht. Gut. Das bedeutet nämlich, wir können Sachen bauen. Ich glaube, vom Tobi Kadashi fehlen mir leider noch ein paar Items für die Donnergewehrlanze. Heißt, jetzt würde sich dir wirklich lohnen, eine neue Waffe auszuprobieren. Sollte ich wirklich eine neue Waffe ausprobieren, wenn ich noch farme? Ich glaube nicht. Mein Plan war es ja, geil gefarmt, hier dann dazustehen und mir zu denken, jo, Bitches, jetzt kann ich auch scheiße mit der Waffe spielen und werde trotzdem nicht sterben. Das war so meine grundsätzliche Überlegung. Schauen wir erstmal, was wir so machen können. Also, wir hätten tatsächlich das Lähmung. Darf ich nicht? Oder ist das Donner? Nein, Lähmung sind zwei Striche, Donner ist ein. Das heißt, wir könnten uns wirklich die Waffe machen, die hätte... Wo sind wir? Wir sind... Hier vorne. Heißt, wenn 253 wären... Naja, es wäre schlechter. Dafür aber sehr effektiv. Die Frage ist, wie stark wird das verrechnet? Wir haben... ziemlich alles weniger mit der Waffe. Dann habe ich unten auch nochmal Donner. Guck mal, die habe ich sogar schon drin. Kann ich mir bauen und ja, hier beim Donner fehlen mir wieder Items. Verdammt. Hier unten wäre Lähmung, das wäre eine Option. Tatsächlich wäre Lähmung noch ganz cool. Aber ich kann Lähmung nicht bauen. Verdammt. Warum kann ich die ganzen coolen Sachen nicht herstellen? Da könnte ich theoretisch auch wieder Insektenkleben nehmen, weil mit der hatte ich ja auch echt Spaß und das Training hatten wir auch schon hinter uns. Guck mal, ich kann einen Hartknochenstab bauen. Hart geil. Und dann noch Lähmung mit dazu, das wäre eine Option, wobei so weit komme ich noch nicht, aber so in der Theorie. Ich könnte auch hier Donner nehmen. Ist auch schön, wie ich hier immer an der dritten Stufe alles habe, nur die krummen Knochen fehlen mir. Und wie sieht es bei der anderen? Ne, das war, gewähren sie wieder aus, die andere Insektenkleve. Die war Gift, das bringt hier gerade das nicht ganz so viel, wie wir auch gerade wieder gesehen haben. Zieh, ja, komme ich auch nicht bis zum Donner, das kann ich mir abschminken. Wir könnten Rattalos-Waffen machen. Immer eine gute Idee, gegen Rattalos mit Rattalos-Zeug zu kämpfen. Und das hier unter Schleim. Oh, Brachydios kommt schon demnächst. Vermutlich. Es könnte auch andere Schleimmonster hier geben. Lohnt sich dann fast schon die andere Insektenkleve mehr, wenn ich auf den Hartknochenstab nehme? Rein von den Werten her hat es halt doppelt so viel. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr der Schaden sich da mit berechnet.
Ich spiele jetzt schon fast 3 Session Lands mit Gewehrlanze. Ich will Abwechslung, also ihr wollt Abwechslung und ich geb sie euch, denn ich geb's euch gerne. Richtig hart, richtig tief, mit meinem langen Insektenstab. Auch wenn ich sagen muss, dass immer die Parts, wo ich Insektenstab habe, die waren, die euch nicht gefallen haben. Das Ding, wo ich mir denke, boah, ich bin nice, ich bin geil. Wo ich mich mal selber lobe, weil ich denke, ah, ich bin so schön, ich bin so schlau. Übrigens, er hat doch Donner. Ah, nee, es ging um die Explosion, ne? Denn, meine Damen und Herren, es ging da wirklich darum, dass Donner nochmal verbessern kann ich nicht, ne? Doch, kann ich. Kann ich nicht. Ist immer noch Donner 1, ändert sich nichts. Okay, gut, dann könnte ich es nur wieder hin und zurück bauen. Von mir aus. Denn es ging nämlich darum, dass das Kinn sägt, wenn es... Ah, da, Pollen! Okay, ihr habt recht. Never mind. Also Darth Plagueis hat recht, wie immer. Warum höre ich nicht eigentlich direkt auf ihm? Außer bei Pokémon Uranium, da hat er einmal Unrecht. Und ich hatte recht. Yes! Just for the record. Und meine Pollen machen Lähmung. Das ist das, was ich tatsächlich nicht im Blick hatte. Ich dachte, oh Mensch, die Pollen müssen dasselbe machen wie mein Element. Das stimmt nicht. Meine Pollen machen Lähmungsschaden und nicht Donnerschaden. Das... Ah, hier wäre Gift dabei. Das heißt, die Dinger machen wahrscheinlich... je nach Drohne, die ich habe, unterschiedlich. Heißt, ich kann hier mal durchgucken. Pollen Gift, Pollen Lähmung, Pollen Heilung. Ah, hoffentlich auf mich und nicht auf den Gegner. Das hätte ich noch... nochmal Gift, nochmal Lähmung. Das heißt, sind immer abartige Statusangriffe oder Heilung. Okay. Von mir aus. Dann können wir hier nicht weiterbauen. Könnte ich hier irgendwie... Müsste ja meine Knochen aufgeben. Wie weit komme ich? Hier komme ich auch nicht weiter. Dann ist es auch nicht viel besser. Hier auch nicht. Und auch hier fehlen mir zu viele Sachen. Wobei Heilung schon ziemlich cool wäre und ziemlich viele Möglichkeiten mir offenbaren würde. Aber na egal, dann machen wir es so. Oh, ich sehe schon sexy aus, oder? Mit dem Rock. Also fast schon ein Cape. Ich höre jetzt schon Edna in meinen Ohren. Kein Cape. Warum laufe ich eigentlich hier lang? Hier drüben ist wesentlich kürzer. Aber es flattert so schön. Es wird mich umbringen. Ich sehe es jetzt schon. Egal. Hast du mir ein paar Sachen mitgebracht? Ich ignoriere mich halt. Ich gehe extra jeden Tag pumpen und du ignorierst mich. Das finde ich nicht schön. Es gibt gerade kein Rathalos. Natürlich. Warum sollte es jetzt auch die Rathalose geben, die ich brauche? Also ernsthaft. Okay, wir machen die Quest. In der Hoffnung, dass es da das gibt, was ich brauche. Wie gesagt, ich fange ihn trotzdem und dann ist gut. Guck mal, mein Ding leuchtet jetzt sogar orange. Vorher war es grün. Ah. Es war vorher mit dem Giftding ausgerüstet, deswegen hat es giftig geleuchtet und jetzt leuchtet es lähmungig. Wenn das ein Name ist. Ich denke schon. Hey, Wildexpertin, wie sieht's aus? Hey, Partner. Erstmal würde ich gerne eine neue Quest bekannt machen nach... Mensch, 21 Minuten reden läuft bei uns. Und zwar war es eine optionale Quest und immer noch der Anjanaf, ne? Ich sage euch, ich kriege jetzt die Platte mit, wo ich mich entschieden habe, die Platte nicht mehr zu kriegen. Wir könnten natürlich auch... Ah ne, ich will die anderen Nebenquests eigentlich machen, wenn ich dann neue Waffen ausprobiere, nur um so ein bisschen reinzukommen. Bitte lassen ein Rathalos da sein. Bitte, das wäre sonst eine schnelle, unnötige Quest. Egal, was brauchen wir noch? Items haben wir, mit ihr geredet haben wir... Ach ja, genau! Mein Bratofen, Bratofen, wenn ich tief in die Röhre schaue, wie der Blitz macht das Bratofen. Ich kann die Schwänze braten? Was hätten Sie gern auf Ihrer Platte? Einen Schwanz! Okay. Wo habe ich die meisten Schwänze? Ah, Anjanaf-Schwänze. Schön. Dann brat mir mal einen Schwanz. Und ich kann natürlich Gesten machen. Oh, ich kann mich wieder selbst betrinken. Warte, da. Anstoßen und trinken. Andere nennen das Alkoholismus. Ich nenne es das Leben eines Jägers. Ist auch cool, wie mein Helm mit einberechnet wird, auch wenn er nicht zu sehen ist. Telekinetischer Säufer. So nennt man das. Ich bin schon so fortgeschritten beim Alkoholismus, dass ich A, den Krug nicht leere. B, trinken kann, ohne ihn an meinen Lippen zu halten. Aber immer, wenn ich raustrinke, ist der so voll wie davor. Ich schwenke den bloß hin und her. Wie schaffe ich es, dass da nichts rausfliegt? Ich glaube, der Alkohol hat Angst vor meinem Gesicht.
So, das ist die einzige logische Erklärung, deswegen fließt er nicht raus. Selbst für Alkohol bin ich zu hässlich. Das ist nicht cool. Aber na gut, solange man sich selber noch schön trinken kann, ist ja alles in Ordnung. Ich kann nicht rennen. Hey, Bitches. Hey, Tony. Hey, yo. Draw me like one of your French girls. Oh ja, so liebe ich das. Schau mich an. Und er so, bitte nicht schon wieder. Das ist sonst schon peinlich genug. Okay, mir ist danach wieder nüchtern. Das ist gut. Und ich muss aufs Klo. Fällt mir gerade mal auf. Grandios, und jetzt auch, wenn ich mit der Quest starte, weil das der Moment ist, wo ich nicht Pause drücken kann. Nice. Also kann ich erst in 50 Minuten aufs Klo gehen. Das wird ein Rennen. Nicht gegen die Zeit, gegen die Blase. Die Zeit fließt förmlichst vor mir weg, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich sollte aufhören, über Wasserfälle und Fließen zu reden, ansonsten komme ich echt nicht lange durch. Egal, gegessen haben wir. Und wir haben ein Ratterlöschen, das ist schön. Ein was Gutes hat zumindest schon mal. Das heißt, wir dürfen direkt mal, ach scheiß auf die Dunkelkapseln, unsere Blitzkapseln nehmen. Dunkelkapseln hätten wir benutzen können, als wir noch die Ratian als Gegner hatten. Wir könnten auch Tobi Kardashian noch mitmachen, sollten wir so schnell sein. Egal, ist auch schön, dass ich jetzt weiß, wie ich mit Gewehren zu spielen müsste und in dem Moment passenderweise die Waffe wechsle. Nennt mich doof, nennt mich einen Idioten. Da muss ich euch absolut zustimmen. Oh, ich habe vergessen, dass ich mein Kinderinsekt noch benutzen kann. Naja, fuck, ich bin abgesprungen. Egal, wie war es nochmal? Ah, hier muss ich mit L schießen, ne? Egal, mein Kinderinsekt ist auf dem Weg. Das ist schon mal schön, das ist schon mal gut. Ich bin schon mal fast tot, weil Teufel Toni sich denkt, ah, ja, warum nicht? Lass den doch mal sterben. Vielleicht war der Trank nicht das Schlauste. Ja, vor allem, wenn der Typ wieder so wütend aussieht. Hey, Adrenalin wurde aktiviert. Ich habe Adrenalin schon. Ah, das ist tatsächlich ziemlich nice. Könntest du mir das Gegengift trinken, wenn ich das Gegengift trinken drücke? Das wäre auch äußerst nice. Schluck, schluck, schluck. Dankeschön. Und wir haben doch hier immer noch den Megatrank dort. So langsam muss ich ja mal erst einsetzen. Ah, don't hold back the river. Let me look in your eyes. Don't hold back the river. So wide. Und da sollte ich ausweichen. Da hat er gerade losgeschrien. Böse geschrien. Und da habe ich einen kritischen Schlag gemacht. Feuer, Feuer. Okay, langsam sollte ich wieder herausfinden, wie ich mein Kinderinsekt schießen kann. So, Dankeschön. Und so kommt es wieder zurück. Alles klar, ist jetzt nicht so hart. Auch wenn es auch nicht allzu schnell ist, ne? Ha, das war ein schöner Schlag, der absolut nicht gewollt war. Kinderinsekt, come back here. So, schieß nochmal da in den Arsch. Ich glaube, den Arsch zu treffen ist auch immer eine gute Sache. Ich will eigentlich meinen Superheldenmodus aktivieren. Was auch im Allgemeinen, glaube ich, das Schlauste wäre, da es weiß. Ja, damit. Jetzt brauche ich nur noch den Kopf zu treffen. Ja, fast. Guck mal, er guckt mich sogar an. Und ich treffe trotzdem nicht. Komm schon. Das kann ich doch besser, wenn ich wieder ein bisschen Erfahrung drin habe. Dankeschön. So. Bam, Bitches. Und hier geht die wilde Fahrt los. Adrenalin hat komplett nachgelassen. Okay. Das heißt, Adrenalin hält eine Weile an. Nachdem ich fast tot war, hält es anschließend noch an. Okay. Au, 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 au. Ich würde sagen, wir feuern den mal ganz kurz. Ich habe gehört, hier ist ein kleines Insektenfreundchen für mich. Ja, yep, das sieht gut aus. Und du sollst eigentlich gleich geritten werden. So. Ich habe gehört, du magst es so richtig hart von einem kleinen Stückchen. Wie kann ich mich festhalten? Ach, R2. Ich habe R1 gedrückt. Verdammt. Ich habe eine Woche nicht mehr gespielt und ich kann das Spielprinzip schon nicht mehr. Ich sollte häufiger zocken. Auf geht's! Wirbelhiebe! Oder Hiebwirbel, ist mir egal. Bam, wir kommen auf den Boden der Tatsachen, Broski. Und da hätte ich gerne mal eine Explosion. Ha, schön, wie sie auf mich hören. Habe ich gerade 80 Schaden an der einen Stelle gemacht. The fuck? Alter! Ich weiß wieder, warum ich das hier so ein bisschen wie liebe. Wenn jetzt noch Irrstips dabei gewesen wären, wäre es schön gewesen. Ja, fick dich. Ich kann auch feuern. Und das sogar schöner als du. Und ich darf nicht nochmal hoch. Da war mein Ausdauer weg. Oh, ich sollte vielleicht auch irgendwann mal schärfen. Sehe ich gerade mal so. Erstmal Kinninsekt. Ja, dann halt auf den Flügel. Von mir aus. Das schaffen wir schon.
Ha, den Tail auch nochmal mitgetroffen. Das ist schön, den Kopf auch mit. Ja, nehmen wir halt mal alles. Nehmen wir alles und nichts auf einmal. Wozu brauchte ich nochmal fallen? Ach ja? Um so zu tun, als wäre ich tatsächlich in Problematico. Oh, fuck. So, jetzt wäre Schärfen wieder gut. Jetzt ist der Moment, wo ich mir denke, ich habe es ein bisschen übertrieben. Da und er haut ab. Perfekt. Dann, Astralin wurde aktiviert. Nee, eigentlich gerade nicht. Eigentlich genau in dem Moment hat so ein bisschen wie nachgelassen. Könnte ich bitte so schnell wie möglich, dankeschön. Dann Weststeine, macht Astralin hier dasselbe? Weil irgendwie leuchtet gerade meine Ausdauer leicht und ich weiß nicht wieso. Kann es sein, dass Adrenalin hier nicht den Angriff erhöht, sondern tatsächlich die Ausdauer verlängert, was irgendwie sinnvoller wäre. Egal, wir müssen ganz kurz, hier war's mit R3. Mein Ratterlöschen, das schöne Klößchen markieren. Wobei, warte, wir wissen genau, doch genau, der Weg hier ist kürzer. Alles klar, dann gehen wir hier lang. Dann zeigt es mir zum ersten Mal tatsächlich den richtigen Weg, sonst geht es immer in die andere Richtung. Egal. Nein, ich will jetzt nicht Blumen pflücken. Ich will nicht während der Fahrt anhalten, um Blumen zu pflücken. Das ist übrigens auch verboten, sollte man nicht machen. So. Ja, guck mal, da ist noch ein neues Monster. Ach nee, das ist der Legian. Alles gut. Jupp, nicht runterspringen. Nicht bevor wir die Blitzkiffer erreicht haben. Uhu, Heiratanos. Oh, hat sich zu Boden geworfen. Das ist aber schade. Oh, du hast da was verloren. Das tut mir sehr leid für dich, aber ich werde es dir jetzt auch so schnell nicht wiedergeben. So, was brauche ich noch? Ich brauche ehrlich gesagt gerade alles. Aber ich dachte, ich krieg gerade rot. Verdammt, das Feuer kam zu schnell. Da hat er sich natürlich nochmal hochgerichtet. Oh, shit. Hi. Das war wieder das Falsche. Warte, ich musste einen Körpertreffer machen, ne? Ist das Körper? Ist das Körper? Ist das Körper? Ist das Körper? Patrick, das zählt nicht als Körper. Okay. Da, das war Körper. Nice. Krieg ich. Hab ich. Back in. Ey, ich war über dir. Ich stand deutlich über dir. Um mal hier wieder ein sehr bekanntes Franchise zu zitieren. Darf ich nochmal kurz rüberspringen, bevor er mich tötet? Ja, sehr liebenswürdig von euch. Dann muss er gerade nicht springen, wenn er eh nur so ein bisschen versucht, cool zu sein und anzugreifen. Oh, guck mal, ist was kaputt gegangen. Oh, das tut mir aber leid. Nein, du beißt mich bitte nicht. So schön hier, meine ich. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn man einfach so hinter das Monster springen kann und sich denkt, jo, du wolltest gerade mich angreifen. Lass das mal. Wenn wir gerade einmal dabei sind, hier ins Gesicht. Oh, er ist vergiftet. Nice, Teufel, Toni. Natürlich, ich habe es noch nicht einmal geschafft, ihn zu leben. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn man bedenkt, dass ich hier ein Lebensekt extra mitgenommen habe. Deswegen muss ich vielleicht damit mal ein bisschen besser spielen. Ach, guck mal, liegst du aber gerade schön. Mal einmal vom Thema reden. Ach, ich muss schon wieder gleich wetzen. Egal, Käferli, auf geht's. Ah, hi. Wolltest du gerade wegfliegen? Nein, eigentlich wolltest du auch bloß auf mich warten, damit ich schön deinen Kopf angreifen kann, ne? Oh, da ist er wieder gestaggert, der kleine Ratalos. Und ich dachte, du wärst eine Gefahr. Nicht mit meiner Lieblingswaffe, mit meiner neuen und Hiebwirbel. Ich weiß ja nur ein bisschen, ob ich nur rumspringen können, aber eigentlich wollte ich nur so schnell wie möglich runter haben. So, das reicht mit Ausdauer, Flieg, Killer, Käfer. Das wäre eigentlich ein ziemlich schöner Name für den, oder? Für so einen Kinsekt, Killerkäfer? Eigentlich schon. Darf ich kurz hochspringen? Yes, gelähmt! Ich hab's geschafft! Uhu! Und ich muss wetzen. Oder ich töte ihn jetzt einfach. Ich mache ziemlich gar keinen Schaden, ne? Aber er ist gerade so schön anfällig gewesen. Egal, mein Killerkäfer muss sich eh ausruhen. Ich glaube, er ist wütend. Kann das sein? Wo sind meine Wetzsteine? Ah, ich glaube, da war Feuer hinter mir. Was hier? Teufel Toni chillt gerade. Lenkt perfekt die Aufmerksamkeit auf sich. So muss das. Jo, sieht schön aus. Nein. Ja. Habe ich keine langsame Gewehrlanze, kann ich sowas, also kann ich auf sowas achten. Ich bin gerade fast runtergesprungen. Was vielleicht nicht so schlau gewesen wäre. Schön, dass ich das nochmal direkt wiederhole. Ratterlos. Ich weiß, du liegst gerade, aber bis ich da oben bin, kann ich von hier aus den Keilkäfer treffen? Kann ich nicht.
Na gut, dann komm mal runter. Oh, hab ich dich getroffen? Das tut mir aber... Mach das nochmal? Nee. So, dann darf wieder mein schöner Keilkäfer einmal angreifen. In der Zeit, wenn man selber irgendwo und nirgendwo ist, kann man auch nicht getroffen werden. Komm zurück. Das ist gerade was ich brauche.